Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Challenge von Rayman Legends. Es geht in Murphys Katakomben mal wieder. Und wir müssen 1419 Meter schaffen, was jetzt so am frühen Morgen natürlich noch ein riesen hohes Ziel ist. Das wird sich wahrscheinlich im Tag dann noch ein bisschen relativieren. Und auch den Platz, den ich jetzt gemacht habe, da werde ich sicherlich noch ein bisschen was verlieren. Also am Schluss werden Platz 17 von 491 rauskommen, was aber auch noch jetzt recht gut ist. So, schauen wir aber jetzt mal hier ins Spiel entsprechend rein. Wir haben hier am Anfang natürlich wieder bei der ganz einfachen Challenge die ganz leichten Kombinationsmöglichkeiten. Das wird sich auch beibehalten hier. Allerdings muss ich sagen, heute ist das Spiel echt verbuggt und Murphys Katakomben ist ja echt prädestiniert dafür, dass es immer wieder so Stellen gibt, wo man höllisch aufpassen muss, weil dieser kleine grüne Typ halt eben nicht reagiert. Also hier hat es mich einmal beispielsweise verbröselt im späteren Versuchen, beziehungsweise da kommt gleich so eine wunderschöne Wand, wo er auch unheimlich gern halt eben stockt. Aber ich werde die Stellen dann nochmal ein bisschen ansprechen hier. Ja, und werde auch nochmal ein Video vielleicht bei den Bugs entsprechend hochladen. So, ja, wir sind inzwischen so weit, dass wir langsam bei der 600 Meter Pause sind. Machen hier nochmal einen schönen Sprung drüber, haben hier zwei kleine Sprünge hier entsprechend hoch. Und langsam beginnt das schöne Augenklatschen wieder. Das heißt, wir fangen an, hier wieder wunderschön die Augen zum Klatschen. Hier auch immer Sprung, Klatsch direkt, die Attacke. Hier müssen wir die Kugel im richtigen Moment abschlagen. Und auch hier ist es eigentlich alles noch recht einfach. Wir müssen halt eben nur diese leichten Kombinationen machen. Die Stelle ist ein bisschen gemein, wenn man da nicht richtig reagiert. Aber auch kein sonderliches Problem. Wenn wir hier sind, sind wir kurz vor einer 900 Meter Pause. Die kommt dann schon hier. So, jetzt zieht es dann ein bisschen an beim Schwierigkeitsgrad. Das heißt, wir haben die Plattformkombination. Hier ein ganz kleiner Sprung durch mit dem Propeller. Hier sich wieder abstumpfen lassen. So, einmal drüber. Die Stelle hier ist gemein, weil er manchmal schon zu schnell an diesen Ring geht. Und wir dann das letzte Auge nicht klatschen können. Also da auf jeden Fall aufpassen. Das ist ein bisschen arg buggy. So, jetzt hier noch einmal drüber. Augen klatschen. Einmal den hier runterziehen, rüberspringen und wir sind bei der 1200 Meter Pause. Hier auch wieder gleich den Ring hoch. Da dachte ich eigentlich, mich zerbröselt es auch. Aber ja, ging Gott sei Dank noch gut gerade so. Gut, hier einmal drüber springen. So, die Kombination kennen wir auch schon. Jetzt hier bitte unsere Lieblingsringe. Rüberziehen, runter, andere Ring nach oben, rüberschieben. So, jetzt wird es ein bisschen eklig hier. Wir springen von den ersten zwei Plattformen ab, kommen damit über das eine Auge drüber und haben schon die 1500 Meter Pause. Hier, die Kombination kennen wir auch aus den letzten Tagen. Hier einmal wieder durchspringen, hochziehen und einmal über den nächsten drüber. So, rüberziehen, ganz vorsichtig das Auge noch wegklatschen. Und ja. Hier kommen wir auch noch einmal drüber. Hier wieder die Ringkombination. Und da springe ich außersehentlich drüber. Aber 1726 Meter ist ein schöner Wert. Damit haben wir jetzt aktuell, schauen wir mal in die Punktetafel rein. Platz 3 von 123. Das heißt, wir sind unter den Top 3% auf jeden Fall. Aber da wird sich heute noch einiges ändern. Also Jones kommt sicherlich heute wieder und wird wieder einen wahnsinnigen Wert hinlegen. Und ja, ich danke dir auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Like freuen. Und wir sehen uns dann morgen zur nächsten Daily Challenge. Bis dann. Ciao, ciao.